Wir haben jetzt ein bisschen was zusammengesucht an Sachen, die wir brauchen, um unseren Kaiserschmarrn zu machen. Da hinten in den weißen Dosen steht Zucker und Mehl. Davor haben wir drei Eier. Ich habe vor einer halben Stunde Rosinen genommen und habe die Rosinen in Rum eingelegt, damit die halt so ein bisschen kräftiger werden. Dann habe ich da noch ein bisschen Milch stehen. Da unten die kleine Tüte im Zentrum, das ist Backpulver und ein bisschen Vanille habe ich hier noch am Start. Und ja, dann lassen wir uns mal beginnen. In all I feel is blue. Ich bin dabei und tue hier gerade ein bisschen Mehl in die Schüssel. Das war nicht viel. Okay. Dann muss ich mir gleich ein bisschen Mehl holen. Gut, dann schlage ich mir jetzt drei Eier auf und trenne die. In der Zwischenzeit habe ich jetzt drei Eier getrennt. Die sind hier drin. Das Eiweiß habe ich hier. Das werde ich gleich schlagen mit der Maschine und mir schön Eischnee machen. Hier habe ich jetzt so ein bisschen Mehl drin und die Eier. Da tue ich jetzt gleich Milch zu und schlage mir das so ein bisschen auf, damit es schon mal so ein bisschen Teig ergibt. Und dann kommt da meine nächsten Zutaten rein. Jetzt tue ich da schon mal ein bisschen Milch rein. So, schlage ich mir das schon mal ein bisschen auf. So. Natürlich noch alles viel zu dickflüssig. Das muss noch ein bisschen dünnflüssiger werden. Ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus. So, jetzt noch ein bisschen Milch, damit es ein bisschen dünnflüssiger wird. Muss ja ein schöner runder Teig werden. Dann tue ich da einen Löffel Backpulver rein. Ich habe noch einen Löffel hier. Ja, habe ich auch. So. Teelöffel. Sehr gut. So, das ist mein Teelöffel Backpulver, den ich da drin habe. Das lässt das Ganze halt ein bisschen mehr aufgehen, wobei als Treibmittel nachher das Eiweiß natürlich auch schon mal ganz schön. So, dann tue ich da mir meine Rosinen rein, die ja immer noch hier in dem Rum sind. Der Rum, das gibt dann halt gleich noch ein bisschen Aroma, nehmen wir das Ganze noch ein bisschen dünnflüssiger wieder. So. Dann habe ich mir, ich habe ja immer diesen Bourbon-Vanille-Aroma von einem großen Hersteller von Fertigkuchen, den ich mir kaufe. Den finde ich sehr gut. Ist eine gute Alternative zu den Stangen, die ich verhältnismäßig teuer finde. Und ist echt kräftig im Geschmack. Das tue ich dann mal rein. So, und dann muss da gleich ein bisschen Zucker rein. Da werde ich gleich mal sehen, wie viel ich dann nehme. Prise Salz. Ja. So, jetzt tue ich da mal ein bisschen Zucker rein. Puderzucker, genau. Ich mache das so Hälfte, Hälfte. Das sind jetzt so, weiß ich nicht, 20 Gramm, wenn überhaupt. Wie viel sind hier drin? 250, ja. Wahrscheinlich eher weniger. Und dann tue ich da noch ein bisschen weißen Zucker rein. Könnt ihr auch braun nehmen. So, das reicht. Mehr Zucker brauchen wir nicht. Und dann werde ich das jetzt noch einmal umrühren.
Und dann muss ich gleich mal eben das Eiweiß aufschlagen, weil das muss nämlich da gleich drunter gezogen werden. Ein bisschen dickflüssig ist es auch noch. So. Das zieht jetzt noch so ein bisschen an, während ich jetzt gleich hier das Eiweiß schlage. Und dann ziehe ich das da drunter und dann kann ich auch gleich anfangen zu braten. Und mein Eischnee ist fest. So fest, dass er halt nicht rausfällt. So soll es sein. Und den ziehe ich jetzt schön hier unter. Der ist so fest, dass er ja nicht mal raus will. Verweigert sich hier gerade. Ist ja wohl die Frechheit. Mal eben schnell einen Löffel. So. Nur hier nicht die Hälfte wegtun. So. Wunderbar. So, das wird jetzt hier schön drunter gezogen. Und dann können wir auch gleich anfangen und braten. Muss ein schön gleichmäßiger, schöner Teig werden. Und dann wird das Ganze natürlich nur mit Butter gebraten. So. Das sieht doch gut aus. Irgendwas vergessen? Nein. Nein. Sehr gut. So. Und dann tue ich da mal ein bisschen Butter in die Pfanne. Und dann geht das gleich los. Schatz, du stehst im Weg. So, dann wollen wir mal unseren ersten beginnen. Muss man natürlich immer schön darauf achten, dass man natürlich auch ein bisschen Rosinen dabei hat. Dann klappt das auch. So, der geht jetzt schön auf. Na, muss doch die Kamera heiß genug sein. Ach, Quatsch, die Pfanne muss heiß genug sein. Also, das dauert jetzt einen ganz kleinen Moment. Der erste wird sowieso immer nicht ganz so geil, weil dann alles noch nicht ganz so stimmt. Ab dem zweiten wird es dann richtig gut. So, der erste ist schon mal umgedreht. Ich habe den dann auch gleich in der Pfanne klein gehackt. Mache ich alles mit meinem Multitool. Und der kommt dann gleich schön hier im Backofen. Wir haben da so eine Glasform. Und da kommt er rein und dann kommt da schön Puderzucker drüber und dann wird der nächste gemacht. Und so füllen wir die jener Glasform langsam aber sicher auf. Nummer 2. Nummer 3. Schön fluffig. So, dann tun wir mal die nächste Charge hier in unseren Backofen. Da liegt ja schon ein bisschen was drin. So, dann kommt da gleich schön Puderzucker drüber. So, Nummer 4. So. Können wir den auch schon wieder umdrehen. Schwupp, sieht doch klasse aus. Schön. Ja, finde ich auch. Und dann gehe ich immer bei und verteile den auch gleich. Eventuell muss dann noch ein bisschen Butter wieder mit rein, damit das auch so schön wird von der anderen Seite. Das machen wir jetzt mal eben schnell. Ein bisschen Butter. Die ganze Zeit, ich mache das die ganze Zeit mit Butter, weil nur dann schmeckt es gut. Wenn man das mit Margarine macht, schmeckt das nicht so gut. So, meine Lieben, das war's dann für heute. So sieht unser Kaiserschmarrn
aus auf meinem Teller. Sieht das nicht gut aus? Sieht aus wie so eine Winterlandschaft. Ich habe natürlich hier noch einen in der Pfanne liegen, der noch am Werden ist. Und im Backofen liegt natürlich auch noch ganz viel. Das kann man da ja schon sehen. Da muss ich noch ein bisschen backen, aber ich werde jetzt einfach dieses Video hier mal beenden. Also, wenn euch das gefallen hat, zu sehen, wie wir das machen und wie einfach dieses Rezept ist, dann abonniert uns, lasst uns einen Daumen da. Habt ihr Fragen? Fragt einfach. Kein Problem. Entweder schreibt ihr uns das unten in die Kommentare rein, geht auf Facebook und schreibt da, alles war kein Problem. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend und tschüss sagen. Ciao, ciao. Und Frank. Ciao, ciao.